In der heutigen Newsfolge geht es um: Der Shanghai International Circuit öffnet wieder, Saisonstart in Großbritannien, Budgetobergrenzenvorschlag von Top-Teams. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu den News. Zum ersten Mal nach dem Coronavirus-Ausbruch wird der Shanghai International Circuit wieder geöffnet, aber vor Juni werden keine Rennen gefahren. Berichten zufolge hat die Rennstrecke Anfang der Woche eine Veranstaltung von Porsche Corporate hinter verschlossenen Türen abgehalten. Der erste Lauf der Chinese GT Championship ist für den 26. Juni geplant, aber der Vertrag wurde noch nicht unterzeichnet. Bisher sind in China über 3.300 Todesfälle durch Corona zu verzeichnen. Vor Wochen war noch die Überlegung, Aserbaidschan als Saisonstart zu nehmen, aber der Grand Prix wurde ja verschoben. Dann war Kanada als möglicher Saisonstart geplant, aber auch dieser muss verschoben werden, was gestern bestätigt wurde. Der Grund ist, dass nur noch Kanadier bzw. Personen mit einer dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung in das Land einreisen dürfen. Als nächstes Land wäre dann Frankreich dran, aber auch dort ist der Grand Prix-Start ungewiss, weil sämtliche Sportevents im ganzen Land verboten sind und in Südfrankreich sind strikte Ausgangssperren verhängt worden. Aber die Organisatoren wollen die Absage erst verkünden, wenn auch die im Juni startende Tour de France abgesagt wird. Nach Le Castellet steht Spielberg auf dem Kalender. Dort gilt bis Ende Juni ein Veranstaltungsverbot, doch der eigentliche Grand Prix sollte laut Kalender am 5. Juli stattfinden. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat bereits angekündigt, dass die Reisebeschränkungen bis zum Vorliegen eines Impfstoffs aufrecht bleiben würden. Wenn Liberty Media keine Einbußen mit den TV-Einnahmen riskieren möchte, sollte der Rennkalender mindestens 15 Rennen umfassen. Anhand von 2 Rennen spart man extra Reisekosten für die Teams. Es gibt Gerüchte über 2 Grand Prix an einem Rennwochenende, denn die Veranstalter von Silverstone erklärten sich bereit dafür. Da 7 der 10 Teams in Großbritannien beheimatet sind, müssen nur 3 Teams einreisen, welche Schweizer bzw. Italiener sind. Ursprünglich sollte die Budgetobergrenze von 175 Millionen Dollar auf 150 Millionen Dollar gesenkt werden. Mercedes, Ferrari und Red Bull sind gegen die Einführung der Budgetobergrenze von 125 Millionen Dollar. Die genannten Teams haben folgenden Vorschlag: Anwendung einer Strategie zur Verringerung der Budgetobergrenze. Unterteilung zwischen Werksteam, Team, welches keine Teile von anderen abkauft, und Kundenteam, welches Teile von Werksteams erhält. Bei einer Beispielsrechnung von 130 Millionen Dollar könnten die Lieferantenteams 130 Millionen Dollar plus den Betrag X ausgeben, während die 130 Millionen Dollar bei den Kundenteams bleibt. Grund ist folgender: Kleinere Teams müssten nur die Teile des Autos entwickeln, welche sie nicht kaufen. Denn dadurch erzielen sie einen Vorteil, da sie mehr in einen bestimmten Bereich investieren. Kommen wir zu Mikes Meinung. Ich hoffe stark, dass es in Großbritannien losgeht. Egal, ob es nur ein Rennen ist oder 2, man kann es nicht noch weiter nach hinten verschieben und eine Absage der gesamten Saison kann sich die FIA bzw. Liberty Media aufgrund der Finanzen nicht erlauben. Schreibt mal in die Kommentare, welchen Grand Prix ihr für den Saisonstart für richtig haltet. Das mit der Budgetobergrenze wird ein zähes Verhandeln. Meine Meinung hat sich im Vergleich zum letzten Video nicht geändert. Die kleinen Teams wollen so tief es geht, da machen die großen Teams aber nicht mit. Und nun zum Community-Kommentar. Der kommt heute von HackIDBeastYT. Er fragt: Wieso ist die McLaren-Farbe eigentlich orange geworden? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir in die 1960er Jahre springen. Hier die Kurzversion. Im Jahr 1968 hat Firmengründer Bruce McLaren diese Farbe zum ersten Mal verwendet. In der Zeit gab es einen Konventionsbruch. Britische Teams fuhren in grün, französische Teams in blau und italienische Teams in rot. Dieses Orange kam auch in den 500 Meilen von Indianapolis und in der Can-Am-Serie zum Einsatz. 1972 kam dann viel mehr Weiß dazu, beziehungsweise 1974 war Weiß-Rot wegen Emerson Fittipaldis Sponsor Marlboro. 23 Jahre später kam mit West ein neuer Tabaksponsor und der McLaren wurde zum Silberpfeil. Die Fans wollten McLaren 2018 wieder in Orange haben und siehe da, der Wunsch wurde erfüllt, welches sie in Zukunft auch nicht mehr ändern. Das soll es mit den News gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, damit ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpasst. Und denkt daran, liken und abonnieren bringt euch auf den neuesten Stand. Bis zum nächsten Video. Ciao.